Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Hermann kommt. Heute nicht nur als Fernsehsendung vom offenen Kanal aus, sondern auch im Rahmen eines Podcasts, denn die Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat vor einigen Wochen eine sogenannte Podcast-Runde oder Serie gestartet. Wir vom offenen Kanal konnten da auch schon dabei sein. Ich hoffe, Sie, lieben Zuschauer, hatten die Gelegenheit, auch diese Sendung zu verfolgen. Und heute geht es um das Thema Digitalbotschafter und Digitalbotschafterinnen. Und bevor wir starten, kann ich sagen, wir sitzen natürlich zu Corona-Zeiten hier etwas enger zusammen. Alle Gäste hier im Studio, meine Wenigkeit mit einbezogen, wir sind negativ getestet, so heißt es, ne? Okay. Wir sind positiv eingestellt und positiv eingestimmt auf diese Sendung, aber negativ getestet. Digitalbotschafter. Ja, bevor wir jetzt zu dem Thema kommen, stelle ich dir erstmal die Runde vor. Zum einen die Marie Greiner, dann die Alena Hahn, die Christine Nicolai und die Christina Bäumler. Digitalbotschafter, unser heutiges Thema. Fangen wir mal an mit Ihnen, Frau Bäumler. Digitalbotschafter, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Was macht ihr? Also wir versuchen der Generation Plus die digitalen Medien bzw. Handy, Computer, alles was es so gibt, näher zu bringen und versuchen ihnen bei Problemen, beim Einrichten von Handy und so weiter zu helfen und sind auch gerne bereit, da aktiv mit den Menschen Generation Plus zu arbeiten und Fragen zu beantworten und auch zu besuchen. Machen Sie das ehrenamtlich? Wir machen das ehrenamtlich. Organisiert wurde das von der Landesregierung in Mainz. Und jetzt versucht die Landesregierung in verschiedenen Regionen hier im Land solche Gruppen aufzubauen, damit auch auf dem Land die Generation Plus erreicht wird und lernt, mit den neuen Medien sich zurechtzufinden. Die Digitalisierung ist natürlich ein ganz aktuelles Thema, von daher auch dann die Idee dazu. Welche Auswirkungen, Frau Nicolai, hat eigentlich die Digitalisierung auf unsere heutige Gesellschaft? Ja, da wird viel gesagt. Ich fange jetzt einfach mal bei dem Positiven an. Ja, also es ist einfach eine Möglichkeit, im ländlichen Raum sich zu vernetzen. Und ich glaube, dass man kann ganz viele Gruppen anstoßen und also wir als, ich nenne das immer digitale Begleiter, wir geben erstmal das Rüstzeug und dann können halt eben die Menschen in der Region, die 60 plus und können gucken, wie kann ich mich vernetzen. Also meine Idee ist zum Beispiel, dass man auch dann sagt als Senior, ach ja, wir haben alle WhatsApp. Und dann morgens begrüßen wir uns. Und dann ist das wie eine Hilfestellung, dass man vielleicht einfach aus dem Bett kommt, nur weil man weiß, aha, die Nachbarin, die ist gehbehindert, ich bin gehbehindert und wir treffen uns jetzt über WhatsApp und dann da ziehe ich mich schon an, weil da läuft die Kamera. Und das sind alles solche Sachen oder Literaturkreis, Kochkreis, also es sind einfach so kommunikative Möglichkeiten. Mhm. Wie kommen Sie zu den Leuten? Über Presseaufrufe oder kennen Sie Menschen, die vielleicht da ein Interesse dran haben? Wie läuft das? Also das geht jetzt erstmal über die Verbandsgemeinde, also über die Presse. Aber irgendwann geht das natürlich auch Mund zu Mund oder man kann auch, also jetzt zum Beispiel, ich komme aus Kreimerath, da gibt es den Senioren-Mittagstisch, wenn jetzt wieder Corona weg ist. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass man dann einfach sagt, ja, wir bieten das an, dass wir einfach da den Menschen auf die Sprünge helfen, wie man mit diesen Geräten umgeht und dann in dem Dorf kann man kommunizieren. Wie wird man Digitalbotschafter? Auf der Seite silvertipps.de von Land aus gibt es ein Bewerbungsportal, wo man sich als Digitalbotschafter bewerben kann. Da füllt man ein paar Daten aus, ein paar Eckdaten zu sich, schickt die Bewerbung ab. Die geht dann beim Herrn Geib ein und der schaut sich die an. Und es kann auch jeder Digitalbotschafter werden, der ein bisschen Vorwissen hat über digitale Medien, PCs, Tablet, Handy, genau. Okay. Was ich noch hinzufügen wollte, eben zu der Frage von der Frau Nicolai.
Ich finde aber auch in Zeiten von Corona, zum Beispiel meine Oma, die war auch ziemlich aufgeschmissen, weil sie sich nicht wirklich mit digitalen Medien auskannte und niemand konnte zu ihr. Und dann haben wir wirklich übers Telefon erklärt, wie ein WhatsApp-Anruf funktioniert, damit wir sie überhaupt sehen konnten. Und dann haben wir das wirklich ein paar Mal geübt und dann ging das auch wirklich besser. Da sieht man schon mal direkt die digitale Botschaft umgesetzt in der Praxis. Und ja, dann fühlt man sich direkt berufen dazu, dass auch genau. Anderen weiterzugeben. Ne? Wenn man das bei der Oma hinbekommt, dann kriegt es auch bei anderen hin. Ja. Das denke ich auch. Ja. Seid ihr an den Anfängen oder habt ihr schon erste Kontakte zu Menschen gehabt, die jetzt da euer Know-how in Angriff nehmen wollen, in Anspruch nehmen wollen, so möchte ich das? Es haben sich tatsächlich schon Menschen gemeldet, die unsere Hilfe gebraucht haben, zum Beispiel für eine App zu installieren. Und da sind wir jetzt dran, dass wir mit denen einen Termin vereinbaren. Und dann fahren wir dorthin und erklären den Leuten dann, wie sie das machen müssen. War es einfach für die Menschen, sich auf diese digitale Welt, auf dieses neue Medium einzustellen? Oder haben die gesagt, um Gottes Willen, ich habe zwar grundsätzlich Interesse, aber erst einen Klick falsch gemacht, dass es dann heißt, reicht, will nicht mehr. Oder wie reagieren die Leute darauf? Gut, ich würde sagen, das ist jetzt ganz individuell, dadurch, dass wir da jetzt noch nicht so viel Erfahrung sammeln konnten. Ja, es ist halt jetzt schwer zu beantworten, aber klar, die Leute, die halt schon mehr Know-how auch haben, die wissen natürlich, was sie machen sollen. Aber ich glaube, gerade durch Corona ist die Digitalisierung auch immer schneller noch vorangestiegen, dass da auch einfach mehr Probleme aufgekommen sind, gerade bei den älteren Leuten auch, die dann auch denken, wie komme ich jetzt hier weiter? Ja, klar. Ja. Also wenn ich das so sehe, Sie sind ja, man haben ja gerade gehört, ihr geht ja an den Start, ihr seid grundsätzlich richtig motiviert und voller Vorfreude, was da auf euch wartet. Ja. Habt ihr schon vorher irgendwelche Arbeitskreise gehabt, wo ihr gesagt habt, so könnte das ungefähr laufen? Oder seit wann gibt's die, oder seit wann in der Verbandsgemeinde Mittelstand, seit wann habt ihr vor, diese Sache umzusetzen? Eigentlich schon seit längerem. Also wir haben immer mal wieder überlegt, das umzusetzen und haben uns dann tatsächlich hier halt alle zusammengesetzt und uns mit der Frau Altlinden angemeldet. Und ja, dann ist das so entstanden. Dann haben wir uns immer mal wieder getroffen, darüber gesprochen und haben dann halt angefangen, das öffentlich zu machen und halt natürlich auch noch ein Seminar dafür belegt und sind hochmotiviert tatsächlich, das zu machen. Und der Grund, Digitalbotschafter zu werden, war dann auch unter anderem die Oma. Genau, einfach die Begeisterung von den Leuten, was man machen kann und auch, es ist einfach schön, die Menschen glücklich zu sehen. Meine Oma war so froh. Ja. Also einfach die Begeisterung. Für Sie das Gleiche jetzt? Also für mich ist es ähnlich. Ich habe immer wieder Spaß dran gehabt, auch mit anderen Leuten irgendwas Neues zu lernen. Und da ich selbst ein bisschen auch mit diesen Dingen unterwegs bin, hatte ich dann auch immer von Bekannten die Anfrage, oh, du machst immer so schöne Fotos mit deinem Handy, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht, kannst du mir das mal zeigen? Oder halt die Anruf, kannst du mal kommen, weil beim Computer geht nichts mehr. Und da ich irgendwann in nächster Zeit mal in Rente gehe und eine sinnvolle Beschäftigung für mich gesucht habe, kam mir das mit dem Digitalbotschafter ganz gelegen. Und da habe ich mich dann auch angemeldet über die Verbandsgemeinde. Und in dem Rahmen kam auch schon ein Ehepaar auf mich zu und die habe ich jetzt auch schon ein bisschen betreut und wir machen das zu dritt dann einmal bei Ideen oder bei mir zu Hause und dann geht es über die allgemeinen Probleme oder ich schreibe vorher, was habt ihr für ein Problem und dann heißt es, oh, bei mir ist Wirrwarr auf dem Handy, kannst du nochmal kommen oder ich will mal gern wissen, was der QR-Code, also so Dinge ganz einfach, gar nicht so in die Tiefe. Die wollen einfach nur wissen, was kann ich mit meinem Handy alles machen, wie komme ich wohin und was brauche ich noch. Aber Sie haben ja auch die Möglichkeit, ins Internet zu gehen. Ja. Das ist natürlich dann vielleicht schon der zweite oder dritte Schritt. Aber was erwartet ihr, was die älteren Menschen dann im Internet sehen wollen? Also ich versuche alles denen, oder? Ja, der eine ist zum Beispiel sportbegeistert und dann sage ich immer, wenn du irgendwas wissen willst über einen Sportler oder so, die Google-Suche ist dann interessant, ist das interessanteste Teil im Internet, Google-Suche, ja, da kannst du alles eingeben, was du willst und dann findest du auch die Antwort darauf. Also dann interessieren sie sich für medizinische Fragen zum Beispiel oder für Reisen.
wo man nachgucken kann oder auch mal vielleicht gucken, wenn ich eine Reise gebucht habe, wo geht's hin, wie sieht's da aus, zum Beispiel über Google Earth, dass man denen das zeigt, also all so Sachen oder auch mal Online-Shopping machen. Erste Buch haben wir mal bestellt zusammen, Online-Shopping, also das macht viel Spaß. Ja, aber das, wovon Sie jetzt berichten, ist natürlich schon, dann sind die Generation Plus aber schon relativ weit, wenn sie in der Lage sind, irgendetwas zu bestellen oder eine Reise zu buchen. Ne, das haben die mit mir zusammen gelernt. Zusammen die wussten gelernt. Das vorher nicht, ja. Und wir haben dann da zusammen gesessen. Und dann, oh, ich habe noch nie was bestellt übers Internet. Und da habe ich gesagt, jetzt sitzen wir hier zusammen und dann machen wir das. Und ich lasse die Leute dann das mit ihrem eigenen Handy machen, damit sie das wissen, wie das geht. Also nicht hier, mach du mal. Mein Sohn hat mir das immer so gezeigt oder meine Tochter oder mein Enkel. Und dann habe ich das nicht mitgekriegt, sondern die sollen lernen, wie sie es selber machen können. Mhm. Also das ist so mein Ziel, wo ich da gerne dran arbeiten würde mit den Leuten. Das ist ja für ältere Leute, die jetzt in ihrer Mobilität oft eingeschränkt sind, ist natürlich diese Möglichkeit des Einkaufens übers Internet natürlich eine gute Sache. Ansonsten will man ja nicht haben, dass jetzt hier die Innenstädte ausbluten und nichts mehr gekauft wird, weil sie alle im Internet kaufen. Ne? Das wollen wir nicht. Aber ich denke, Sie gehen ja da entsprechend, wie heißt es schon, wohldosiert damit um. Ja, klar. Und, ne? Und von daher ist das sicherlich eine spannende Geschichte, dann diesen älteren Menschen das Medium so nahe zu bringen. Ne? Bei Ihnen auch schon irgendwelche Erfahrungen gemacht mit älteren Menschen, was sie so wünschen, was sie für Vorstellungen haben, was man im Internet findet? Weil ich habe so persönlich oft die Erfahrung gemacht, wenn ich gesagt habe, ich habe alle meine Lexika weggeworfen. Dann haben die gesagt, wieso das denn? Dann gibt es in Google, findest du ja alles. Das können die so gar nicht vorstellen, weil die sind in dieser Generation ja groß geworden, wo man auch dann praktisch in Wechsel, ihr kennt das gar nicht mehr, jetzt sind ja schon mal in der Hand gehabt, ja, die Damen können davon berichten, ne? Ihr kennt das noch, ne? Das waren so dicke Bücher, da ne? Kommt man dann nachlesen. Ne? Diese Umstellung jetzt, ne? Die fällt den älteren Menschen sicherlich schwer, weil diese Vorstellung, ich muss nicht mehr nachlesen in einem Lexikon, weil man einfach so sozialisiert ist, so groß geworden ist. Ja, das kann sein. Also das Haptische fällt weg. Ja. Da ist so ein kleines Kästchen und da ist eigentlich alles drin. Ja. Und das fasziniert natürlich dann auch, fasziniert eigentlich jeden. Ne? Mhm. Nur will man wissen, was dieses Zauberkästchen alles kann. Und vielleicht hat man in unserer Generation ein bisschen mehr Respekt davon. Man hat Angst, man macht was kaputt oder man kriegt es nicht mehr zurückinstalliert oder es kostet Geld und ist es gefährlich und explodiert und wie auch immer. Mhm. Ne? Also ich meine, und das ist einfach, also mit den digitalen Medien, das ist ja eigentlich eine sehr niedrigschwellige Sache. Also man kann ja eigentlich über Versuch und Irrtum kann man viel lernen und ja, das ist einfach, dass man, wie du sagtest, dass man die Menschen begleitet und da abholt, wo sie stehen. Die einen wollen halt eben über das Gesundheitswesen was wissen wollen, dann über Sport oder dieses Nachschlagen oder Filme gucken. Ne? Mhm. Sodass, also jeder hat ja sein Hobby und sein Interessengebiet. Und da kann man dann einfach sagen, ja komm, wir gucken mal, wo findet man das jetzt? Im Web oder man kann auch die Zeitung lesen, also oder man kann auch Bücher bestellen. Also man kann auch hier in der Stadt ja auch mittlerweile auch da Bücher bestellen übers Internet, ja, ohne jetzt den Handel kaputt zu machen. Ja. Ne? Oder man kann rausfinden, was passiert hier in der Region. Und also es ist ja unendlich und man ist zu Hause und ist trotzdem dabei. Ja. Das ist das Schöne und das ist, glaube ich, auch das, was die unsere Generation so motiviert, weil wir sind ja nicht mehr so mobil. Ne? Eben. Leider, aber auch nur eingeschränkt. Ne? Ja, wir müssen uns wollen halt eben immer zusammenrappeln. Ne? Oder 5 Minuten länger. Ja. Oder er sagt aus dem Alter raus, wo er schon gar nicht mehr schwinken müsst, weil er sagt, brauchen wir nicht, wir sind schön genug. Ne? Ja. Das ist die junge Generation vielleicht noch etwas anders unterwegs. Ja, die ganzen Morgen. Ja, dann sind kommen wir auch noch drauf. Da sind wir ja mit der Zeit dann wieder gleich. Wir sammeln die Knochen und die sammeln die Farbtöpfchen. Ja, genau. Habt ihr irgendwie eine einheitliche Richtlinie, die didaktisch, methodisch vorgeht, um den älteren Menschen das irgendwo näher zu bringen? Oder geht ihr da völlig unbefangen mal auf die Leute zu?
Also wir haben jetzt erstmal gestern uns tatsächlich in einem Zoom-Meeting mit allen Digitalbotschaftern bei uns aus der Verbandsgemeinde getroffen und haben darüber gesprochen. Wir haben jetzt halt verschiedene Möglichkeiten und haben auch, jeder hat so seinen Teil dazu beigetragen. Aber momentan ist halt noch nicht alles möglich wegen Corona. Deswegen machen wir das natürlich erstmal nach Terminvergabe und fahren nach den Leuten, zu den Leuten, denke ich, nach Hause. Ja. Aber wir haben auch überlegt, wenn das mit Corona besser wird, dass wir dann auch wirklich hingehen und mal Nachmittage machen, wo mehrere Leute kommen, dass auch die Leute untereinander in Kontakt kommen. Mhm. Und auch telefonisch oder auch mal vielleicht auch mit den Leuten Videotelefonie machen, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Also es gibt also viele. Für die Eltern eine spannende Geschichte, Videotelefonie. Hat man ja früher, hat man immer davon geträumt, das hieß damals, Opa erzählt jetzt von früher, ne? Die haben immer gesagt, wir träumen davon, ein Bildtelefon, wie hieß das damals. Ne? Und konnten uns aber nicht vorstellen, dass es jemals geben würde. Ne? Und jetzt ist es, normal. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Die sind wir jetzt halt am Ausarbeiten und versuchen das halt möglichst auf uns und auch auf die Verbandsgemeinde anzupassen. Und wir helfen uns halt auch untereinander. Es gibt Dinge, die ich nicht weiß, die vielleicht die Frau Bäumler oder die Frau Nikolai wissen oder die Frau Hahn. Und also dann auch dieser Austausch untereinander. Also ihr habt einen runden Tisch dann, wo ihr, weiß ich nicht, wöchentlich, monatlich, das ist in der Planung. Ja. Aber das ist vor, damit ihr euch da gegenseitig, neulich heißt es, updated, ne? Ja, genau. Updated, genau. Also es ist eine spannende Geschichte, ne? Jetzt sitzt ihr vier jetzt mal als Vertreter der digitalen Botschafter. Ihr könnt euch schon vorstellen, die Runde zu erweitern. Ne? Wie kann man denn Digitalbotschafter werden? Bei euch melden oder die Verbandsgemeinde Wittelschwein hat ja auch sicher eine ganz tolle Homepage, die man dann den älteren Leuten mal schon als erstes zeigt, damit die auch informiert sind, was in ihrer Region los ist. Ne? Und wenn ich jetzt Botschafter bin, so an, ich will digitaler Botschafter werden, weil ich bin jetzt so fasziniert von der ganzen Sache, würde das auch gerne machen. Was muss ich dann tun? Wir haben jetzt, also wir haben jetzt Millionen Zuschauer. Da sind bestimmt 500.000 drunter, die das vielleicht machen wollen. So, wie gehen die jetzt vor? Was ratet ihr denen? Wohin sollen sie sich wenden? Ja, entweder halt zu uns. Wir haben auch ein Anmeldeformular, soweit ich weiß. Und, oder halt auf der Seite Silvertips, die Frau Hahn eben schon erwähnt hat, dass man sich da auch anmelden kann. Mhm. Also ist beides möglich. Aber die Seite, wie heißt die genau? Da kann man die mal gerade einblenden. Ja, jetzt wissen sie nicht. Aber wir wissen es und wir blenden es jetzt ein. Hier kann man es gerade sehen. Ja, man muss gar nicht alles wissen, alles gut. Ja, also auswendig wissen. Wissen heißt ja wissen, wo steht. Und Sie wissen ja, wo man es findet, auf der Homepage der Verbandsgemeinde Wittelschland. Ja, genau. Ja. Haben wir irgendwas vergessen zu diesem Thema noch anzureißen? Bevor wir jetzt uns hier von den Zuschauern verabschieden. Das ist ja einfach eine spannende Sache und vielleicht rekrutieren sich auch über die Leute, die jetzt uns ansprechen als Hilfesuchenden, dass die dann aus dem Kreis auch weiterarbeiten. Also das ist gar nicht so eine starre Geschichte, dass da die Lehrer sind und Lehrerinnen und da sind die Senioren, die nichts verstehen, sondern das ist so ein Geben und Nehmen. Und das soll wirklich so eine Bewegung sein und als Unterstützung und als Anregung. Also so nehme ich das auch jetzt hier mal so wahr, diese Schwingungen sind alle total begeistert von dem Thema und freuen sich darauf, als Digitalbotschafter möglichst bald loslegen zu können, um eben der Generation Plus, wie ihr gesagt habt, diese digitale Welt nahe zu bringen, sodass Hemmungen fallen, Hemmschwellen wegfallen und man irgendwann so mit einem Selbstverständnis mit der digitalen Welt umgehen kann, wie das heute die jungen Leute, die schon reingeboren sind. Ja. Und was mir auch wichtig ist, die Ängste zu nehmen vor diesem Ganzen mit digitalen Medien. Mhm. Die meisten haben halt noch Angst, ich traue mich das nicht zu machen, ich habe schon mal davor gesessen und dann denke ich immer, wenn ich da jetzt klicke, dann passiert irgendwas und es geht nichts mehr. Also dass man einfach auch sagt oder einfach das Gefühl hat, habe ich auch schon gehört, ja, ich bin ja eigentlich zu dumm dafür zu lernen. Die anderen können es, aber ich kann es nicht und es kommt manchmal auch schon vor, dass man dann einfach sagt, nee, das kann jeder lernen und da kann jeder mit umgehen und ist für dich von Vorteil auch. Und mit den Enkeln ist immer sehr interessant. Die meisten kriegen erst ein Smartphone von ihren Enkeln oder von den Kindern geschenkt. Wenn die ersten Enkelkinder auf die Welt kommen, sage ich mal so, dann erhalten sie Fotos
Und dann geht es halt los, wie mache ich selbst ein Foto und so weiter. Das sind die Sachen, wo ich denke, die am Anfang alle mal wissen wollen. Ja, interessant. Also ich mache gerne den Vorschlag, dass wir uns vielleicht, sagen wir mal, in einem Jahr nochmal zusammensetzen, ein Fazit ziehen. Und vielleicht ist dann die Runde viel, viel größer, weil es mittlerweile so viele Digitalbotschafter hier gibt, dass wir hier den ganzen Raum ausfüllen können und ihr voller Begeisterung sagt, das ganze Projekt war ein toller Erfolg. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid für das Gespräch. Ja. Und Sie, liebe Zuschauer und Zuhörer, weil es ist ja auch ein Podcast, ich richte mich jetzt wegen der Kamera an die Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten einige Dinge mitnehmen können und vielleicht ist auch der eine oder andere drunter und sagt, Digitalbotschafter, das wäre was für mich, da mache ich mit. Gehen Sie auf die Homepage der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, dort finden Sie alle Informationen oder Sie rufen dort an, fragen Sie nach der Frau Greiner, fragen Sie nach der Frau Hahn, ihr beide seid ja jetzt nicht bei der Verbandsgemeinde angestellt, aber hier die beiden Damen, dann gibt es noch die Frau Altlinden, die auch noch hier als Ansprechpartner gerne zur Verfügung steht und so gibt es vielleicht wirklich, oder kann man das so umsetzen, dass die Runde sich relativ schnell erweitert. Vielen Dank für Ihr Interesse, die Sie vor den Bildschirmen saßen und vielen Dank für diejenigen, die dem Podcast gefolgt sind. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Sendung, wenn es wieder heißt, Hermann kommt. Tschüss.